Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du wieder dabei bist. Ja, wie jeden Mittwoch gibt es hier auch heute ein Produktrecherche-Video. Und heute mal ganz anders, denn heute möchte ich für Reseller, beziehungsweise die noch Reseller werden möchten, ein paar Dealseiten vorstellen, die der ein oder andere schon sicherlich kennt, wo ihr definitiv coole Schnäppchen findet und mit einer hohen Marge gewinnbringend weiterverkaufen könnt. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Themen wie E-Commerce, Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, dann abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst auch kein weiteres Video. Gib dem Video jetzt schon mal einen Daumen hoch. Es wird mich freuen, es motiviert mich, viele weitere solche Videos zu machen. Und wir schauen uns das Ganze an meinem Notebook an. Wir schauen uns, wie wir uns da registrieren können und wie wir gewisse Einstellungen, die für dich nützlich sein können, um Deals zu bekommen, um darüber benachrichtigt zu werden, einstellen kannst. Bleib bis zum Schluss dran, es lohnt sich. So Freunde, wie angesprochen, schauen wir uns die Seiten mal gemeinsam an. Es gibt sehr, sehr viele solcher Deals-Seiten. Ich bin hier auf einer der bekanntesten Deals-Seiten und zwar MyDeals mit Z am Ende. Ich werde alle Links unten in der Beschreibung verlinken. Ihr könnt direkt drauf gehen und könnt euch das Ganze anschauen. Sonst googelt ihr selber noch nach paar. Aber im Grunde genommen, wenn ihr bei MyDeals unterwegs seid, habt ihr schon eigentlich alles an Deals, was ihr da finden könnt, weil viele sind parallel auch unterwegs und posten die Deals. Kurz zu der Erklärung, also MyDeals ist halt eine unabhängige Seite mit sehr vielen Usern und diese User posten verschiedene Deals, die sie im Internet finden und veröffentlichen das Ganze mit vielleicht sehr hohen Rabatten. Wir sehen hier schon direkt so Winterreifen von 35 Euro auf 9 Euro reduziert. Super Preis, muss man dazu sagen. Man kann auch dazu sagen, viele Sachen sind tatsächlich eher für privat, das heißt, da sind gewisse Rabatte, wo es sich nicht lohnt, dieses Produkt zu kaufen und weiter zu verkaufen, aber wenn man es privat gebrauchen könnte, dann lohnt es sich durchaus, weil man hier echt gute Preise manchmal kriegt. So, wir schauen uns hier mal die anderen an, es gibt noch mytopdeals.net und Schnäppchenfuchs, das sind so zwei andere, auf denen ich auch noch unterwegs bin. Und aber hauptsächlich bin ich natürlich auf MyDeals unterwegs, das schauen wir uns auch mal genau an. Jede dieser Website hat auch eine App fürs Handy, das heißt, du kannst das Ganze auch übers Handy anschauen, du brauchst nicht immer in den Browser oder zu Hause am PC, sondern bekommst die Deals auch übers Handy benachrichtigt. Und dazu kommen wir auch direkt schon mal, weil die Seiten, die Deals, die wir hier ganz zu Anfang auf der Startseite sehen, haben schon gewisse Bekanntheitsgrad. Wir sehen hier, kurz zur Erklärung, eine gewisse Gradzahl. Das ist die Gradzahl, wie viele User beispielsweise auf Plus geklickt haben, dass es heiß ist, ein heißer Deal. Ja. Und wenn es eine gewisse Gradzahl erreicht, dann landet es meistens automatisch hier auch auf der ersten Startseite. Und natürlich sind das jetzt nicht immer die Deals, die dich vielleicht interessieren könnten, sondern du bist vielleicht speziell irgendwo unterwegs und möchtest spezielle Angebote haben. Dafür müsstest du dich hier registrieren und das Ganze ist natürlich kostenlos. Und du registrierst dich dann mit deinem Username, was ich schon gemacht habe, und hast dann natürlich auch die Möglichkeit, selbst Deals einzustellen. Oder du kannst dir Deals abrufen lassen, beziehungsweise dich benachrichtigen durch einen Alarm. Und wie machen wir das Ganze? Wir gehen einfach hier auf Deal-Alarme. Und dann können wir hier nämlich neuen Alarm anlegen. Und hier geben wir dann unseren Suchbegriff ein. Ja? Wie zum Beispiel, ja, mir fällt jetzt nichts so auf die Eile ein, aber sagen wir mal, uns interessieren Handtaschen. So, da wird es direkt gezeigt, Handtaschen, dafür gibt es auch eine extra Kategorie. Und dann sagen wir, wir möchten uns benachrichtigen lassen ab 100% oder 100 Grad in dem Falle. Und dann möchte ich eine E-Mail zugesendet haben oder im Browser benachrichtigt werden. Wenn ihr das Ganze übers Handy einstellt, dann werdet ihr per App natürlich direkt per Push-Nachricht benachrichtigt und könnt direkt auf den Deal. Oder du sagst, ich möchte direkt alle Deals angezeigt haben, dann ist es sofort, sobald das irgendwas mit Handtaschen zu tun hat, wirst du darüber benachrichtigt. Und dann legen wir das Ganze an und dann haben wir schon direkt hier das erste Deal-Alarm-Suchwort oder Suchbegriff. So, und so machst du das mit allen deinen Suchbegriffen und dann wirst du benachrichtigt. Und tatsächlich
gibt es da sehr, sehr viele Deals. Man kann auch alleine schon hier mal so blättern und gucken. Guck zum Beispiel hier so ein Taschenset beispielsweise für 30 Euro. Kostet wohl 54, kenne mich da jetzt nicht mit aus, aber auch Handyverträge kriegst du hier zum Beispiel sehr günstig teilweise, die recht gut gerade positioniert sind. Wenn du also nach einem neuen Handyvertrag suchst, kannst du das Ganze dir auch einblenden lassen. So, und da blättere ich ab und zu mal immer mal durch und gucke, was gibt es hier denn für Deals, und habe natürlich gewisse Suchbegriffe auch für mich schon gespeichert, über die ich dann benachrichtigt werde, und dann bekomme ich das Ganze. So, ein Deal möchte ich euch zum Beispiel zeigen, und zwar war das vor kurzem so, dass hier, das habe ich im letzten Video auch gezeigt, JBL-Kopfhörer. Und dann können wir sehen, hier sind schon über 3000, na, wie viel waren das? Über 3300 Deals gewesen, und wir haben hier derzeit ganz coole Deals. Manche Deals sind mit gewissen speziellen Passwörtern versehen, das heißt hier so ein Corporate Benefits. Das ist eine extra Seite, wo du dich registrieren kannst und dann im Grunde genommen einen Gutscheincode bekommst, den du dann einlösen kannst auf der Seite. Oder es gibt natürlich auch Deals, die einfach mal so reingehauen werden, wie zum Beispiel diese Kopfhörer, Bluetooth-Kopfhörer. Und tatsächlich kamen die für 40 Euro, wurden die hier gepostet, und haben sich tatsächlich für 80, 90 Euro, also für das Doppelte quasi, bei Amazon und Co. verkauft. So, und solche Deals darf man natürlich nicht verpassen. Ich schaue mir das mal eben an. Okay, jetzt kosten die wieder 99 Euro. So. Und ich habe ja im letzten Video gezeigt, ihr müsst natürlich auch ein bisschen die Preishistorie beobachten, wie das gerade so gewesen ist. Und dazu könnt ihr natürlich das Tool, was ich schon gezeigt habe, und zwar Keeper nutzen. Oder ihr könnt das Ganze auch hier bei Idealo einmal nachschauen. Und zwar könnt ihr dann zum Beispiel diese Kopfhörer mal eben schauen. Okay, hier sind die drin. Kosten tatsächlich jetzt noch günstiger. Bei eBay werden die wohl gerade ziemlich günstig angeboten. Hier waren die halt am 25. Februar für die 40 Euro zu bekommen. Ihr seht es hier an der Preishistorie. Und wenn ihr dann auf ein Jahr guckt, die sind ja erst tatsächlich auch Oktober letzten Jahres rausgekommen. Und ja, da muss man natürlich vorsichtig sein. Also wenn solche Preise ganz stark gefallen sind, aber da ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass es dann auch wieder hochgeht. Im Grunde genommen, ich habe diesen Deal mitgemacht und habe die Kopfhörer gewinnbringend weiterverkaufen können. Deshalb lohnt es sich tatsächlich, ab und zu hier mal reinzuschauen. Und so kannst du das bei sehr vielen Sachen machen. Du hast hier die Möglichkeit, auch noch gewissermaßen das Ganze einzuschränken. Es gibt auch oftmals Freebies. Freebies sind tatsächlich Deals, die dann kostenlos zur Verfügung stehen. Ab und zu sind das hier ja Serien und so weiter, aber oftmals auch gewisse Produkte, die durch eine Registrierung oder wie auch immer kostenlos zu haben sind. Dann bekommst du die. Vielleicht kannst du damit was privat anfangen, vielleicht kannst du das aber auch wiederverkaufen. Also, ich werde ab und zu noch mal so ein Video dazu machen, wie genau speziell ihr das Ganze machen könntet. Und sonst habt ihr hier auch die Möglichkeit, natürlich eigene Deals einzustellen. Aber wenn ihr dann tatsächlich so meist nur auf Produktsuche unterwegs seid und Produktrecherche, dann wird es sicherlich euch helfen, hier Deals zu finden, wenn ihr dann auch die Suchbegriffe als Alarm dafür festlegt. So viel dazu. Also, wenn du noch Fragen hast, gerne unten in die Kommentare dazu schreiben. Ansonsten stöber mal ein bisschen rum, lad dir die App runter und probier das Ganze mal aus. Wenn es dir gefällt und wenn es dir wirklich hilft, weiterhilft bei deiner Produktrecherche bzw. fürs Reselling, wenn du Dinge kaufst und wieder verkaufst, dann freue ich mich darüber natürlich. Gib dem Video einen Daumen hoch. Darüber freue ich mich auch, immer mehr solcher Videos zu machen. Und freue mich, wenn du diesen Kanal natürlich auch abonnierst, weil ich bringe sehr vielen anderen Content, was das Verkaufen im Internet erleichtert und helfen soll. Und dann drück auch die Glocke, so verpasst du auch kein weiteres Video mehr. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Alles Gute, viel Erfolg beim Verkaufen. Bis zum nächsten Video.